Servus Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer Runde LOL. Wir spielen den gebufften Odyr. Wow. Okay. LOL. Okay, Dude. Danke. Ja, Udi wurde gebufft. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Auf dem Q wurde er besonders gebufft. Ah, spielt auch mit Teleport. Er wird die Trades nicht gewinnen können. Oh. Das Leben spricht mit unserer Stimme. Alter. Gut, dass wir Lifesteal haben. Alle Seiten verteilen. So, ich heile mich einfach wieder hoch. Es ist so geil. Und er hat auch keine Mana-Probleme mehr. Und das funktioniert auch nicht. Und tot. Okay. Just a prank, bro. Dann pushen wir die mal schnell. Unsere Geister sind verschmolzen. Alter, ich zerstöre den. Die Geister halten Wacht. Der verliert viel. Reißt ihre Verteidigung nieder. Okay. Ich bin halt im Farm schon 11 vorne. Und das kennen wir ihn leider nicht bekommen. Nice. Nenne ich mal einen guten Back auf jeden Fall. Haben wir jetzt einen Refillable. Unsere Reise geht weiter. Noch müssen wir keinen Port benutzen, also. Noch läuft es ganz gut. Ja, also, wie gesagt, Udyr, keine Mana-Probleme mehr mittlerweile. Kann also auch ohne Blue-Buff gut spielen. Und hat Q. Also, man hat früher mal auf R gespielt, auf dem ungebufften Udyr. Aber Q ist so nice. Ihr habt den Schaden gesehen, Jungs. Unfassbar. Und der erste Q, wenn man es aktiviert, macht den dort. Und dann jeder dritte Angriff. Das ist auch wichtig zu wissen. Unser Blut beginnt zu brodeln. So, ich weiß, dass du da bist, Bro. Und tot. Yo! Ich verstehe nicht, warum er das immer und immer und immer und immer wieder macht. Nehmen wir uns. Lifesteal. 3-0. 6 Minuten. Läuft doch. Und wir können jederzeit wieder herporten, da wir den Teleport nicht benutzt haben. Nice! Jetzt pushen wir, damit er viel Farm verliert. Und gehen back. Eine leichte Beute.
Okay. Ciao, Bro. So, das holen wir uns dann am besten. Holen wir uns gleich Boots. Ach, holen wir uns Leben und Schaden. Auf der Botlane sind keine Wards, sonst hätte ich eine Teleport-Play gestartet. Aber nee, leider nicht. Ja, ja, da wäre ein Ward, aber... Aber nee, noch nicht. Das heißt, der hat noch immer keine Items, der ist tot. Sonst verliert jetzt auch noch einen Cannon-Minion. So, Bro. Ich weiß, dass du deinen Scheiß mit da machen möchtest. Okay. Bye. Unsere Reise geht weiter. Bye bye, Bro. Den Ward muss ich dann wegmachen. Bereit zum Angriff. Der ist Level 5. Ich zerstöre den Dude, das ist unfassbar. Und im Farm einfach schon 20 CS behind. Der Dude tut mir leid. Pushen wir noch ein bisschen und dann gehen wir back und holen uns wieder Items. Nice, also Udyr richtig stark. Richtig stark. Unserer Stimme. Zack. Ha! Das willst du nicht. Zügelt euch nicht. Und wieder hochheilen. Als ob nie was gewesen wäre. Als ob nie was gewesen wäre. Schlechte Idee. Und kein Tower Shot bekommen. Und heilen. So, Rengar. Rengar könnte Toplane kommen. Unsere Reise geht weiter. Heilen wir uns wieder hoch. Lol. Bye! Alter, Udyr! Udyr OP! Das macht halt auch so viel Spaß. So. Ah, ich will noch ein bisschen da bleiben. Fahren wir noch ein bisschen. Ich würde gerne mit Trinity auf die Lane kommen. Der Pot war eigentlich auch relativ. So, wie viel Gold habe ich? Bisschen fehlt. Ich könnte echt den. Bye, Rengar. Jetzt bin ich tot. Nein! Ja, da haben sie mich geholt. Hätte weggehen sollen. Da haben mich die Dudes jetzt geholt. Ich krieg halt für den auch nur... Ah,
Ich würde es ja gern machen, die aber. Geister kehren zurück. Bauen wir Boots aus. Bauen wir die Boots aus. Auf jeden Fall AD. Bauen das aus und holen uns noch ein Messer. Jetzt pushen wir schnell. Da machen wir einen Roam in die Midline. Dann einen schnellen Roam in die Midline. Ich bin halt Level 10, er ist Level 7. Oh, ein Farm ist ja schon über 50 behind. Okay, das ist tot. Kein Roam möglich for me. Du bist tot. Schnell hochheilen. Er ist halt Jo, er ist halt tot. Ich habe Q und Flash. Wollt ihr das sehen? Und tot. Perfekte Harmonie. Bye. It's that easy. Unsere Geister sind verschmolzen. Pushen und back. Ich habe Stay diesmal nicht. Obwohl kaum Renka mich alleine angreifen wird. Mit den paar Items. Also. Hey! Schweine. Tower. Na, haben wir zum Tower noch schnell. Okay, nice. Jetzt holen wir uns die Trinity. Unseren Willen erneuern. Richtig nice, Udyr. 6-1. 6-0 wäre besser. Aber. Und jetzt holen wir uns, ganz wichtig, das ein richtig fett gebufftes Item. Und zwar Sterax Pegel. Absolut OP mit Trinity zusammen. Weil es sind Base AD-Schaden erhöht. Und Trinity wird vom Base AD-Schaden geprockt. Und Udyr hat den verdammt hohen Base AD-Schaden. Das ist richtig krank. Das Leben spricht mit unserer so. Stimme. Rotieren wir mal runter. So, wenn wir da die zwei Items, dann gehen wir sowas von ab. Und dann holen wir uns vielleicht noch irgendwas Lustiges. Vielleicht holen wir uns dann noch zum Testen Guisinos. Du bist tot. Du bist auch tot. Sag dich doch. Du bist auch tot. Tot! So, dann ab in die Midline. Oh, schauen wir, vielleicht können wir ja Jungle Camp uns schnappen und snacken. Ah, das war nice. Tatsächlich können wir. Danke dafür. Höchste Konzentration. Nice. Auf jeden Fall nett von dem Dude. Gehen wir da auf die Top-Lane. Holen wir uns den Sion. Wird funny. Okay. Schade. Spricht mit unserer Stimme. Einfach Q. Es geht sich halt so wunderbar aus, einfach Q wieder aktivieren und man hält die Passive halt am Leben, weil man hat keine Mana-Probleme mehr. Das ist so nice. Und pushen. Pushen.
Most hat. So, dann holen wir uns den Tower auch noch. Wie schreit an den Tower. Das ist ein Wahnsinn. Einfach nur über Q gespammen. Ihr haltet die passive Dauer aktiv. Oh, hey, der ist Level 9. Du bist doof. Und tot. Du bist auch tot. So. Schauen wir mal in den Jungle. Wollen wir uns ein bisschen leben. Oh, der Jungler fällt so behind. Blue Buff gehört auch uns. Bam. Nice. Und wir können uns instant das Item holen. Das wird jetzt funny. Das wird jetzt richtig funny, Leute. So, jetzt holen wir noch Guisinos, weil es so lustig ist. Unsere Reise geht weiter. So, wir haben Blue Buff, wir können durchlaufen. Wir rotieren auf die Botlane. Holen uns noch ein paar Kills ab. Das gibt uns jetzt 57 AD. Das bedeutet, wir haben jetzt auf 339 zusätzlichen Schaden. Das ist so gewaltig viel. Das ist krank. Leichte Leute. Stirbt! Stirbt! Bye bye! Bye bye! Bam! Einfach nur Bam! Geil! Einfach nur geil. Wow. Das ist wow. Quadra. Mit Udyr. Nice. Den muss man nicht im Jungle spielen. Spiel ihn auf der Toplane. Also wir bilden solche, sag ich mal jetzt nicht gerade die besten Items, aber das macht halt 150 plus 380 Schaden. Und jetzt einfach geil. 425 Schaden. Die haben das mit der Skalierung so übertrieben. Wir sind wieder eins. Aber Udyr ist wieder spielbar, auf jeden Fall. Mit den zwei Items. Einfach die zwei Items. Hammer. So. Gucken, was wir irgendwo im Play starten können. Die Midlane sieht gut aus. Die Armed Dudes werden jetzt ziemlich krepieren. Wer widersetzt sich uns? Yo, Dude. Wo willst du hin? Stirb, Bro! Komm her, ich muss mich heilen. Danke. Dude. Du bist tot. Der Damage. Er ist einfach real. Nein! Tot! Oh mein Gott. 1700 Gold brauchen wir. Stellt euch mal vor, man baut jetzt Tanky. Macht so viel Schaden. Heilen wir uns einfach hoch. Und er braucht man nicht. Er ist komplett useless. Es war mal gut, aber nicht mehr worth. Für den Wave Clear dann später. Für den Wave Clear kann man es nehmen.
So, ich habe dann den Rakan gesehen. Halte Ausschau. Du traust dich was, Sion. Höchste Konzentration. Nicht stolz. Du bist tot, Bro. Du bist tot! Und Sion, du bist noch mehr tot. Okay. Ja, Hallöchen! Hallöchen. Wollen wir uns in Jungle Camp? Och nö! Ja. Das war jetzt ein ziemlich kurzes Game, Leute. Aber ich wollte euch nur den neuen Udyr zeigen und ich glaube, das Video hat es gut gezeigt. Ich mache auf jeden Fall noch ein Video. Das heißt, ihr kriegt heute noch ein Video. Okay, Jogad. Und ja. Eine Truhe wahrscheinlich, genau. Wir sehen uns, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.